Ja, hi und willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. Wir sind hier vor dem Ödland, das uns zu diesem Labyrinth bringt. Und ja, hier wartet das letzte Kampftor. Und ja, hier wartet ein optionaler Boss, so viel weiß ich. Und ja, schade. Und ja, mal gucken, wie es hier so abläuft. Ich bin Level 53, ich habe Ultima, ich habe viele Fähigkeiten, ich habe diese Ausrüstung. Weiß nicht, ob es irgendwie was bringt, aber okay. Ja, gucken wir mal, was hier auf uns wartet. Und ja, mächtige Gegner warten hinter diesem Tor. So muss diesen Kampf sich alleine stellen. Alles klar, okay. Nicht so, als würde ich jetzt so sehr auf Donald und Groove hier mich verlassen müssen, aber okay. Gucken wir mal, was hier los ist. Einfach so ein herzloser dunkle Inferno. Ja, der macht schon ein bisschen Schaden, aber ich mache den auch Schaden. So, Ultima Form, komm her. Wer bist du und warum bist du ein optionaler Boss? Ja, guck mal, ich tank die Sachen hier weg, als wäre nichts. Du hast zwei Schwerter, du hast keine Schlüsselschwerter, du bist irgendwie kein Story-Boss, habe ich so ein Gefühl. Du bist einfach nur so ein Dude. Ich zerstöre den gerade. Wie schaffe ich jetzt eigentlich, mich nicht vollständig zu heilen mit Vikra? Wie sind das schon wieder passiert, ey? Okay. Na, okay. Das ist das Gefühl, ich wollte dich nicht angreifen, wenn du was machst. Na, hey. Ja, nicht abwehren. Da, ich bin betäubt. Was? Stimmt, da war ja was. Irgendwie vergessen, dass das irgendwie in diesem Spiel möglich ist. Na, jetzt macht er mich fertig, ist klar. Jetzt komme ich gar nicht mehr an die. Ey, ehrlich? Aber oh, wissen nicht. Komm nicht mal an den heran. So, komm her. Muss schon sagen, ey. So, ich verwandle mich einfach und mache dir dabei Schaden. Oder auch nicht. Komm mal her. Ich brauche ja eigentlich eine Null-Strategie. Ich gehe einfach nur auf den los, die Blöde. So, ich habe auch noch eine Kupro-Münze und all sowas, also so schnell werde ich ja nicht breaken. Okay. Oh Gott. Ja, da war ich tot gewesen. Ich kann ihn seine Angriffe nicht blocken und so. Das ist irgendwie. Oh. Ja, das den Dings. Muss ich erst warten. Aber ja. Ich habe schon irgendwie. Doch mehr. Okay. Oh, Dreck, ehrlich. Boah.
Okay, lass mich mal ganz kurz ein paar Sachen hier. Ich viele Elixiere, nö. Nee, nicht High Ether. So. Was brauche ich denn hier so? Und dann schaffe ich doch irgendwie kommen. Der ist jetzt nicht so schwer, also sorry, aber hier sind die anderen optionalen Bosse in anderen Spielen sehr viel schwieriger. Okay, den Angriff kann ich nicht blocken. Oh, jetzt kommt er mit denen direkt wieder. Naja. Oh, und ich werde von diesem Angriff betäubt. Oh, komm schon, ich habe dich da letztens auch voll einfach getroffen. Komm her. Gibt's da nicht hier. Jetzt wollte er kontern. Ja, kontern müsste ich eigentlich hier. Komm her. Du machst mir hier Schaden, ne? Oh, ob der denn da trifft? Ne. So, ha. Ich weiß, wie ich daraus jetzt komme. Hätte jetzt nicht gedacht, ne? Da ist wieder lila. Konter! Oh nein. Nicht so funktioniert, wie ich mir vorgestellt habe. Oh Gott. Ich glaube, das war doof. Ah, okay. Ist wieder einbalanciert hier. Da macht den keinen Schaden in dem Moment. Oh, ich kann mich zu den teleportieren, ey. Voll broken. Please nerf. Was kommt er wieder mit damit? Ah, gleich von überall. Ich kann von überall blocken. Ah, da. Abgelaufen. Ja, ich weiß, da kommt noch ein Angriff. Jetzt sage ich zurück. Ich kann über Magie angreifen, stimmt. Nein, das bringt mich jetzt um. Oh. Oder auch nicht. Ah. Oh, nein, der teleportiert sich mal zurück. Hey. Oh, Dreck. Komm mal her. Kann ich nicht treffen, ne? Oh. Und wieder sich einfach weg teleportiert, ey. Damit Feuer oder so muss ich den mal angreifen, ey. Boah, wieso? Hey, ich habe dich getroffen. Oh, gibst du jetzt einfach nicht. Lässt du dich mal von irgendwas treffen hier? Boah, lass dich treffen.
Ja, ist wieder rot. Komm her, komm ich auch teleportieren, ja? Hätte jetzt nicht gedacht, was? Oh gut. Dort hat nichts abgezogen. Der macht einfach viel zu viel Schaden, ne? Oh, ich bin gleich tot, merke ich gerade. So, frisst das. Oh, wann kann ich denn den mal treffen, ey? So, komm her. So, noch ein bisschen. Oh gut. Ich hoffe, den kriege ich diesmal. So, hier war er gerade. Oh, komm her. Oh, ich glaube, den habe ich jetzt. Und das war's. Okay. Kristallornat. Selfie-Poser. Stirnschnipser freigeschaltet. Und ja, das war's. Ich glaube, ich habe alles erledigt in diesem Spiel. Oder? Ups. Ich nehme an, ja, ne? MP Husker, ja. Das ging besser als das hier. Gibt genauso viele Dinger. So, wir haben auch alles abgeschlossen. Und ich meine, man sagt, nee. Dann sind Mixer aus Rollschuhen nur noch schlimmer. Dann versuchen, auf Abwehr zu gehen, aber sie kommen kurz darauf auf mich zu. Sei wohl. Ja. Ja, wenn ich auf Level 99 bin, mache ich den voll alle. Also ja. Da wird übrigens das, was ich als nächstes machen werde, hier sein. Ne? In der nächsten Aufnahme werde ich wahrscheinlich kurz vor Level 99 sein. Und dann holen wir uns on-screen die Platin-Trophäe. Und gehen dann nochmal und hauen Xehanort kaputt. Ne? Ja, also das. Ich habe den optionalen Content schon erledigt. Also, pff. Wie gesagt, fand ich jetzt nicht so. So, ja, da hätte mehr sein können, ganz ehrlich. Also, und ja, gut, damit hätten wir das erledigt. Und ja, ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder, wenn ich Level 98 bin. Und ja, dann um uns die Platin-Trophäe, ne? Ich bedanke mich alle herzlich für Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikowski. Ja. Thank you.